müssen um 4 die auf. Hallo. Guten Tag. Wir müssen um 4 die Abgabe machen und dann haben wir bestimmt, ich würde sagen, 3, 4 Tage Zeit, um die neue Angabe zu machen. Das können wir ganz locker. Gut, tschüss. Hallo, Noske. Hi. Guten Tag. Scharf. Phasennah, mein Name. Hallo. Gut, Sie sind... Frau Noske. Das habe ich nicht hier stehen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde alle Namen wissen. Ich dachte, es ist mir ein Begriff. Mit ihm kann ich jetzt gar nichts, ehrlich gesagt, gar nichts anfangen. Okay, meine Agentur hatte mich... Ja gut, das ist passiert manchmal mit der Agentur. Gut, jetzt sind Sie hier, Frau Noske. Frau Noske. Genau. Und jetzt müssen wir was mit Ihnen anfangen, ne? Ja, genau. Ja, gut, ich habe mit meinem Kollegen eine Absprache gehabt über einen gewissen Typ. Sie entsprechen dem jetzt nicht ganz. Fangen Sie doch einfach mal an. Okay, super. Sie haben Monolog 3a vorbereitet. Also genau, den würde ich einfach erstmal machen und dann... Okay, alles klar. Dann nehmen Sie sich Zeit, machen Sie ganz frei. Okay. Sie sind vorbereitet, Sie können ganz frei sein. Ich bin kein Unmensch, das merkt man ja auch. Super, ja, genau. Okay, dann springe ich einfach mal rein. Ja. Nebel. Die Stadt gibt keinen Laut von sich. Seit Wochen bin ich nicht vor die Tür gegangen. Mhm. Ja? Ja, machen Sie mal weiter. Okay, wollen Sie noch was... Naja, gut, also Sie wissen, worauf es hinausläuft bei der Szene. Mhm. Genau. Es handelt sich um einen Arschfick. Metaphorisch gesehen. Naja, gut, also das ist ein Leopard. Der Leopard ist doch angekündigt in den Requisiten. Okay, ja, nee, dann hatte ich das... Entschuldigung, hatte ich das falsch. Also, dann, also wollen Sie das jetzt probieren? Oder nein, gerne, ja. Sie super. Wollen das gerne probieren? Mhm, gerne, das heißt, dann würde ich einfach mal reingehen, bevor dann der Leopard in mich geht. Gut. Okay. Nebel! Die Stadt gibt keinen Laut von sich! Seit Wochen stehe ich hier, gehe ich aus dem Zimmer. Dann würde ich das so... Ja, Sie sollen mehr machen. Mehr, okay. Dann stehe ich hier und mach die... schreibe mir die Szenen auf und hab alles erzählt. Ja, Frau Noske. Ja, Noske. Das war gar nicht schlecht, Ich werde es im Kopf haben. Ja, danke schön. Machen Sie sich nicht zu viel Hoffnung, ne? Gut. Sie rufen dann an. Ja. Schön. Ach, ich krieg sowieso jetzt ein Telefonat. Es wäre ganz freundlich, wenn Sie den Raum verlassen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen, oder? Nee, danke. Keine Fragen mehr. Aber das war doch eine ganz gute Begegnung jetzt zwischen uns beiden, oder? Ja, schön. Schön, Sie kennengelernt zu haben. Ja. Würde mich freuen, wenn wir da weiter zusammenarbeiten könnten. Ja, nächstes Mal müssen Sie meinen Namen dann mal richtig aussprechen, ne? Ja. Das ist mal wichtig. Das ist mal wichtig, wenn man zu Casting kommt, ne? Zum Casting, ne? Wissen Sie. Ja, okay. Ah. Noske. Ja, mein Name, ne? Ja, ich meinte meinen Namen. Ja, meinen Namen. Mm. Nicht falsch aussprechen. Ja, danke schön. Gut, tschüss.